So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute ist eigentlich Raid am Mittwoch, aber ihr wisst ja immer, wie das ist, wenn Mittwoch der neue Raid Boss kommt oder der neue alte Raid Boss, verschiebe ich Raid am Mittwoch immer auf den Donnerstag, wie letzte Woche auch, weil dann der Darkrai zurückkam, auch als Shiny. Jetzt kommt Giratina zurück und es macht sich rar, muss ich sagen, ich weiß nicht. Heute ist auch das erste Mal wieder eine Raid-Stunde, eine legendäre Raid-Stunde, gab es ja die ganze Zeit nicht. Vielleicht liegt es deshalb daran, dass die Raid-Stunde ist, dass eigentlich so gut wie keine Giratina spawnen. Da hinten beim Maßregelvollzug ist eins, da dürfen wir nicht hin, da ist verboten. Jetzt sehe ich aber hier in der Nähe, 15.12 Uhr geht ein Fünfer auf. Da laufen wir jetzt mal hin, da gucken wir mal nach der gierigen Tina, machen den ersten Raid wieder. Was nimmt man für Konda? Was sind die besten Pokémon? Wie viel hat ein Hunder da? Haben wir vielleicht sogar einen Shiny, ne? Und wir treffen uns dann beim Raid. Ich weiß noch nicht, ob wir jetzt dahin gehen oder zum BSI. Gehen beide gleichzeitig auf, aber wir könnten eigentlich dahinter. Ist sogar kürzer, aber dort weiß ich wieder nicht, wo ich was hinstellen soll. Egal, wir sehen uns auf jeden Fall beim Raid. So, wir haben uns jetzt entschieden, doch zur Sportanlage zu gehen. Wir warten aber noch auf den Geitsch. Der wollte auf jeden Fall auch noch mitmachen. Der schafft ja alleine nichts, deswegen ziehen wir den immer mit durch. Und ich will euch mal zeigen, was genial ist, denn eigentlich gibt es ja gar keine Möglichkeit, die Kamera abzustellen. Aber wir haben was für die Handys gefunden. Yeah. Guckt euch den Zaun an. Da könnt ihr die Handys einfach in den Zaun hängen. Ne? 1, 2, 3, 4. So könnt ihr dann raiden und machen und drücken. Guck mal, wie viel Platz da ist. So viele Handys. 4 Stück, die fallen gar nicht auf. Oh, ich habe mich schnell weggedreht. Die fallen gar nicht auf. 4 Handys im Zaun. Und mit 4 Accounts sollte man Giratina auch ganz bequem und easy besiegen können. Jetzt warten wir aber noch auf den Geitsch und dann zeige ich euch nochmal hier Konda und 31 hat auf jeden Fall das 100er, der 31er, ihr wisst Bescheid, die gierige Tina. So, ich stelle mich mal hier rüber, einfach so, keine Ahnung. Vielleicht hätte ich ja die Kamera auch hier irgendwo am Zaun befestigen können, das weiß ich jetzt nicht. Ich muss aber die App nochmal neu starten, die dreckige App, weil die sich schon wieder geschlossen hat. Das macht ja einfach mal so aus Spaß. Und wenn wir drin sind, ich habe, der Geitsch hat jetzt extra 2 Handys, der Ditschen hat 2, ich habe auch 2, ne, ich habe nur 1, deswegen, ich brauche ja die Hand. Ich hoffe, der Benny ist auch drin, der wollte aus der Ferne mitmachen. So, werf mal den Pass rein, natürlich die Gratis-Pässe, genau, der Bier-Benny. Und wir gucken noch mal ganz kurz hier rüber. Da habe ich nämlich wieder rausgesucht bei der Go-Tool-App. Ne? Da seht ihr immer alles. Giratina, 1931 ist das 100er. 2414 ist das 100er mit Wetterboost. Wir können hier wieder auf Konda drücken. Dann kopiert euch das die Pokédex-Nummern rein in die Zwischenablage. Und ihr seht fast nur Drachen dabei. Eis ist auch dabei. Und wenn wir das jetzt nehmen, hier rüber kopieren, gehen jetzt auf unsere Pokémon. Gehen auf Suchen, geben das aus der Zwischenablage ein, dann habt ihr alle Pokédex-Nummern, die gut sind oder die als Konda vorgeschlagen wurden. Wir nehmen einfach mal die obere Reihe durch hier, zack. Jetzt habt ihr ein paar Drachen und ein paar Rayquaza dabei. Komischerweise hat es nur Despotar vorgeschlagen. Despotar wäre natürlich auch eine gute Sache, Unlicht, wisst ihr Bescheid. Der Geitsch, der kämpft jetzt einfach mit 3 Darkrai. Weil er ja in den letzten Tagen 3 Darkrai gefangen hat. Und was anderes hat er nicht großartig. Deswegen mach mal Giratina. Müsste ja trotzdem auch mit 3 Leuten zu schaffen sein, denke ich mal. Hier sind jetzt 6, oder? Ich glaube, ja. 6 Stück. Ja, oben steht es ja auch. Muss man ja gar nicht gucken. Jetzt ist es natürlich nicht effektiv, weil ich ja die Attacken gewechselt habe extra, da ich das die Jalga immer für die Meisterliga genommen habe. Deswegen hat das hier Donner und das hat hier noch Patronenhieb, also Stahl, hätte ich lieber die Despo da drin gelassen. Die wären auf jeden Fall sehr effektiv gewesen. Wir rotzen es einfach mal durch. Wer hat sich den 100er Wert gemerkt? Ah. Nein. Adi. Rat nochmal. Adi. Nein, 1931 wäre es gewesen auf jeden Fall. Wie soll man denn so arbeiten? Sagt er jedes Mal. Jetzt frage ich mich, wie man so arbeiten soll. Ja? Du weißt, ich bin eh schon geschockt hier wegen... Wegen was ist er denn geschockt, Alter? Das, guckt euch das mal an. So sieht's aus, wenn man raidet, ne? Wenn man raidet. Wim, wim, wim. Bam, check it.
Vielleicht sollte ich einfach noch mal raus. Nein. Und sollte dann einfach Despo da auswählen. Ein paar. Oh, jetzt ist es sehr effektiv. Jetzt knallt der Drache drauf. Das Palkia, das kommt nämlich auch noch mal zurück, auch als Shiny. Das ist bestimmt dann richtig heftig, genauso wie Dialga. Wir sind ja gespannt. Nächste Woche gibt es nämlich dann Viridium. Das ist wenigstens neu als Shiny. Die anderen zwei gab es schon als Shiny. Es ist zwar nicht brauchbar. Genau wie das Giratina eigentlich auch nicht brauchbar ist, außer halt vielleicht für PvP oder Go Battle League. Aber ich bin mal gespannt, wann ein mächtiger Drache zurückkommt als Shiny, also eben Palkia oder Dialga. Darauf freuen sich bestimmt viele. Und wann sie das endlich mit Lugia wiederholen. Ich meine, ich bin nicht darauf angewiesen, ich habe genügend Luigis, aber zur Vollständigkeit halber müssen sie das ja trotzdem nochmal reinbringen. Weil das ja eben zu den letzten paar Wochen Belohnungen dazugehört hat, wo immer eine Woche ein anderer Raid-Boss kam. Der Knieman. Wir haben hier eingespeichert. Kennt ihr auch den Knieman, ne? Seitdem mein Knie jetzt kaputt ist, seit gestern Abend. Sportverletzung. Nennen sie mich nur noch Knieman, weil ich seitdem immer so rumhumpel. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich das mit dem Fangen dann machen soll. Oh Gott, was ist das? Das Knie davon abhängt. Nein, weil ich aber zwei Hände brauche. Also wodurch, ich kann sie auf deinen dreckigen Kopf stellen und dann fangen, ja? Musst du aber ruhig halten, nicht dass es runterfällt. Du kannst dich auch bücken und ich stelle es auf deinen Rücken. Ah, da rein schon wieder. Jetzt sind wir bei der Hälfte der Zeit angekommen. Ich muss hier neu starten und scheiß, weil ich meine. Und ich setze mich einfach in die Wiese und tue die Kamera auf mich drauf. Und sagt mal Bescheid, wenn jemand einen Shiny bekommen hat. Ditschen weiß wieder nicht, was ein Shiny ist und wie das aussieht, aber vielleicht kriegt er ja eins. Davon bräuchte ich auf jeden Fall keinen 100er mehr. Ich habe nämlich schon einen 100er. Shiny habe ich auch schon. Wir machen das trotzdem jetzt mal mit. Wir sind jetzt auch aufgestiegen zu Superfreunde. Das sind 1878, das ist 19, schlecht. Wir nehmen es trotzdem mal mit. 1923 und 1910. 1910, 1923, das ist eigentlich ganz gut, aber du kannst trotzdem bei beiden fliehen und fängst was Kleines. Ne? Es sind ja nur die Hilfsaccounts, die brauchen ja nichts. Hoffentlich haben die nicht nie von der Geitsch. Nix. 1927, deine AR ist an. Jetzt deine Eier sind an. AR. Deine AR. Ist aber kein Shiny. 1927. Sind eigentlich recht gute dabei. Ich muss hier noch gucken. Hallo. Wir versuchen das mal trotzdem zu fangen. Und ich stelle es einfach auf das Auto und werde dann festgenommen. Okay. Nee, das andere war besser. Ich laufe mal unauffällig hier rüber. Und stell das jetzt trotzdem mal hier drauf, ganz zärtlich, und fang das jetzt einfach mal. Ich hoffe, der Besitzer kommt nicht und bringt mich um. Ich war extra zärtlich. Giratina aber sehr gut zum Üben und sehr gut zum einfach fabelhaft treffen. Also nicht so wie ich, aber trotzdem. Da könnt ihr den Kreis nämlich einstellen, das greift auch häufig an, das fliegt nicht nach links und rechts. Das liebe ich ja ganz besonders. Es ist einfach nur ein dicker Brocken, der in der Mitte steht, der häufig angreift. So könnt ihr schön gemütlich curven, schießen, einfach fabelhaft treffen. Du hast schon zweimal daneben geworfen. Und Critical Catch, natürlich, so muss es sein. Da ist er drin, im Sack. Ich hummel wieder zurück. Ellbogen-Man und Knie-Man. So, nicht, dass man das Nummernschild sieht. Nicht, dass gleich wieder Tipps kommen hier. Ey, da ist ja ein Auto, ne? Bist du gleich wieder hier? Ist das? Schreibt ihr mal rein, habt ihr heute auch eine gierige Tina gemacht? Habt ihr schon einen 100er? Habt ihr einen Shiny bekommen oder habt ihr schon einen Shiny? Findet ihr Giratina gut? Also ich fand natürlich Darkrai besser, weil ich die ist einfach nützlicher. Kommt höher, kann mehr und war für mich ein neues Shiny. Trotzdem gibt es viele, die Giratina auch feiern. Iridium wird dann einfach nur Shiny-Eintrag. Ansonsten war es das. Und habt ihr alle gefangen? Ja. Seid ihr fröhlich, ne? Ich bin froh, jetzt kann ich nämlich wieder heimhumbeln. Tschüss, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer restlich übrig gebliebener Ramses. Okay.